Dorf St. Pankratzen Gschneid in der Gemeinde Gradweinstraßengel hat neben der atemberaubenden Naturkulisse auch in puncto Kulinarik Superlativen zu bieten. Alle Jahre im August lädt die örtliche Feuerwehr zum traditionellen Speckfest beim Rüsthaus ein. Nach zweijähriger Covid-Zwangspause war es dann am 6. August wieder soweit und so haben wir uns vom WebTV Gradweinstraßengel aufgemacht, dieses kulinarische Fest der besonderen steirischen Schmankerl mit der Kamera für 3 Tage zu begleiten. Die lokulischen Vorbereitungen, das Selchen von Speck und Hauswürstel beginnt bereits im Jänner, wie wir später noch hören werden. Der Aufbau und das Herrichten des Festplatzes vor dem Rüsthaus dauert rund 14 Tage. Viele fleißige Hände und tausende Handgriffe sind notwendig, bis alles passt und steht, wie uns Feuerwehrkommandant Hauptbrandinspektor Michael Schweiger nun erzählt. Ja, beim Pankratzner Speckfest, das fängt einmal an mit den ganzen Getränken. Das fängt an, wir starten ja mittlerweile im Jänner schon beim Herrichten für den Speck. Den macht ja die Feuerwehr nach wie vor selbst. Dann geht es weiter mit den ganzen Würstel, das Brot, das Bauernbrot, das haben wir alles aus der Umgebung. Den Schilcher, den Wein, wir versuchen wirklich regional einzukaufen und auch regional zu bleiben. In den meisten Fällen geht es, immer geht es halt auch nicht. Dann, Gott sei Dank, mittlerweile über 80 Personen in meinem Team. Das funktioniert ausgezeichnet. Wir bauen 3 Wochen lang, richten wir her, 1 Woche gehen wir weg. Und hoffentlich ist uns so wie heute der Wettergott holt und wir haben das Glück, dass wir einfach ein schönes Wetter haben. Wie wichtig ist das Speckfest für die Freiwillige Feuerwehr St. Pankratzen Gschneid? Das Speckfest ist mittlerweile die Haupteinnahmequelle für die Feuerwehr St. Pankratzen Gschneid. Ich sage einmal, es gibt noch diese Haussammlung, die wir einmal im Jahr machen. Allerdings für die ganzen Anschaffungen, Geräte und so weiter ist das Speckfest der Hauptanteil und der Löwenanteil, was wir an Budget im Jahr für die Feuerwehr und den Ankauf von Geräten zur Verfügung stellen. Oder der große Brocken von dem Feuerwehrbudget, was wir haben. Professionisten innerhalb der Feuerwehr übernehmen wichtige, oftmals handwerklich schwierige Arbeiten und werden dabei von Helferinnen und Helfern aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig unterstützt. Gemeinsam heißt hier das Zauberwort, das in Zeiten von Covid und Affenbocken trotz der Regeln und Einschränkungen dennoch bestens funktioniert. Oberbrandinspektor Wolfgang Gößler ist einer jener Professionisten, der immer das Ganze im Auge behält und der ganz genau weiß, wie dieses Fest zu organisieren ist. Herr Gößler, man hat Sie überall aushelfen, mithelfen, organisieren sehen. Was bedeutet das Speckfest für Sie? Was bedeutet das Speckfest für mich? Für mich bedeutet das Speckfest, die Leute kommen und es ist lustig, es ist unterhaltsam, die Leute können zusammenstehen, im Hintergrund organisieren wir alles gut und dann läuft es und alle sind glücklich und zufrieden. Was heißt gut organisieren? Gut organisieren, da ist es nach außen hin alles super läuft und was im Hintergrund keiner mitkriegt, was daneben geht. Weil es geht immer was daneben. Und vor allem auch, wie viel Arbeit das ist im Hintergrund. Ich glaube, das haben wir in den letzten Tagen gesehen. Was war das so das Wichtigste?
Ich habe in den letzten Tagen gesehen, ich habe es glaube ich 2 Wochen schon versäumt, weil wir waren schon 2 Wochen voraus, weil es ist nichts mehr mit 4-5 Tagen herrichten, das dauert viel, viel mehr. Und es ist total, so wie heute der Tag X, da geht viel, viel Zeit auf und Gott sei Dank haben wir viele Helfer und jeder ist bemüht und tut und das läuft perfekt an, ja. Was gilt es in den Tagen vor diesem Fest zu beachten? Welche Vorbereitungsarbeiten stehen da an der Tagesordnung? Naja, es muss von oben ab einmal organisiert werden, dass die Leute kommen, die Hütten aufbauen, das grobe mal, und dann kommt das Kleine, die Elektrik, dann das Wasser, die Geschirrspüler, die Fritteusen, dass das alles läuft, wenn dann soweit alles ist, dass es wirklich so läuft, wie es laufen sollte. Also das ist wirklich das Um und Auf, die Leute zu mobilisieren und zu animieren. Und ich glaube, das läuft ganz, ganz gut bei uns in Pankrazen, weil es dann wirklich, wie man sieht, einen Erfolg bringt. Ja. Das Fest selbst ist ein Publikumsmagnet und wenn das Wetter passt, so wie heuer am 6. August, dann hat sich der große Aufwand, die unzähligen Stunden, die für das Herrichten und Vorbereiten von der Freiwilligen Feuerwehr und den fleißigen Helferinnen und Helfern unentgeltlich geleistet werden, auch bezahlt gemacht. WebTV-Reporterin Bärbel Schelch hat sich bei einigen Freiwilligen umgehört, hat nachgefragt, wie Selchspeck und Strudelsuppe in St. Pankrazen geschneit auf den Teller kommen und hat mit Helferinnen und Helfern über ihren Job beim Fest und über ihre Motivation gesprochen, bei diesem Fest mitzuhelfen. Herr Riemer, was ist das Besondere am St. Pankrazener Speck? Das Besondere am St. Pankrazener Speck, das ist, dass wir den bei unseren Bauern beim Freischocker kaufen und dass wir den selbst einbarzen und sorgen. Also in der Feuerwehr machen wir das eigentlich. Ne? Das macht auch den Speck so gut und zur Spezialität da bei uns. Und wann fängt ihr mit den Vorbereitungen schon an? Mit den Vorbereitungen fangen wir bereits im Dezember bis Ende und dann bis es gesorgt ist, richten wir das schon so her und dass der früh genug fertig ist und dann tun wir ihn einkühlen und eventuell vakuumieren noch, dass er bis zum Fest fertig ist. Und wisst ihr ungefähr, wie viel ihr heute mitgebracht habt? Wie viel Speck das wir haben? Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt sagen dürfen, gell? Aber so. Also im nassen Zustand zwischen 1000 und 1200 Kilo circa, aber das ganz genau können wir es noch nicht sagen, so circa, ja. Frau Brandstätter, Sie sind in der Küche und sind für viele Spezialitäten zuständig. Was gibt es bei Ihnen in der Hütte? Bei uns gibt es eine Strudelsuppe, dann gibt es eine Schwammelsuppe mit Heidensterz und dann die Rurmschlangerln heißen die. Können Sie uns ein besonderes Rezept verraten, was hier gekocht wird? Ja, das sind zum Beispiel die Suppenstrudel. Ne? Das wird gemacht mit einem Universalmehl, mit einem Weizenmehl und dann kommt Wasser und Öl dazu und ein bisschen Salz und dann muss man gut durchkneten und dann muss man den rasten lassen und dann macht man den auf einen großen Küchentisch, wenn man hat, ist das am besten. Man walkt ihn aus ein bisschen und dann gibt man ein bisschen Fett hinaus und dann zieht man den mit den Händen aus. Und ja, und dann gibt man ein bisschen Semmeln, Semmelwürfeln, die tut man mit Fett anrösten. Die kommen dann rein und dann wird es zusammengeschlagen und zusammengerollt und dann so in Stücke geschnitten und gebacken im Rohr. Das ist das Rezept vom Suppenstrudel. Welche Arbeiten haben Sie erledigt bei diesem tollen Fest? Also wir haben schon vor circa einem Monat angefangen, sämtliche Hütten aufzubauen und die letzten Wochen waren natürlich sämtliche Vorbereitungsarbeiten zu machen. Und am Speckfest selber sind wir immer mein Team oder ich in der Abwasch und schauen, dass jeder Stand mit Glasen versorgt wird und auch die Speckbretten wieder dorthin kommen, wo sie hingehören. Und ja, machen wir schon seit einigen Jahren. Dietmar aus der Speckhütte. Was habt ihr da für Köstlichkeiten drinnen vorbereitet? Ja, heute haben wir eigentlich alles vom Speckbrot über den Speckdollar, über den Scheiterhaufen, also von Speck bis zum Lehmbradl, bis zum Schopf, über die Würstel, ein bisschen Käse als Beilage, haben wir eigentlich alles mit dabei.
Ja, hier wird Mehlspeise verkauft. Wo kommt diese Mehlspeise her? Diese Mehlspeise kommt von unseren fleißigen Damen, also die Ehepartnerinnen von den ganzen Feuerwehrleuten. Und ja, wir sind sehr dankbar dafür, dass sie das machen, weil ja, sie geht sehr gut und die Leute sind auch so dankbar und froh, dass es überhaupt eine gibt, weil man nicht mehr so oft eine kriegt. Was wird besonders gerne gebacken? Vanillekipferl, Klosterkipferl und vor allem Schaumrollen. Genau. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was hast du in den letzten Tagen für das Feuerwehrfest hier organisiert, mitgeholfen? Wir haben die Zelte aufgestellt, die Glas eingerammt und alles angewaschen und die ganzen Tische hergerammt und so. Warum bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Weil es mich irgendwie auch interessiert und es macht auch Spaß. Frau Schweiger, für welche Arbeiten sind Sie hier beim Speckfest zuständig? Wir haben in der Früh einmal Mehlspeise aufgelegt. Das war einmal recht zeitintensiv, Entschuldigung. Und jetzt momentan tun wir ganz viel können, so schnell wie es halt geht. Es hat heute langsam angefangen, weil wir heute wirklich viel können haben. Aber wir haben eh gewusst, so um 5 bis 6 ist dann immer so der Höhepunkt. Da kommt man eigentlich mit Springen, da wird man eh nicht mehr fertig. Wir waren ja gestern und vorgestern auch dabei. Das heißt, welche Vorbereitungsarbeiten sind da besonders wichtig? Ja, alles. Von Tisch und Bänke aufstellen über... Es ist alles einmal vorher zum Putzen, Hütten aufbauen, ja, die Schank aufbauen, die ganzen Gerüste. Ja, also prinzipiell, wer da ist, macht überall mit. Und das ist schon sehr cool zum sehen, weil die Kinder heuer auch sehr viel mitgeholfen haben. Und die waren richtig fleißig. Und nachdem ich Jugendwart bin, finde ich das super, weil die haben sie wirklich eingekaut und die haben sie echt eingetaugt, dass sie helfen können und dass heuer wieder mal ein Speckfest ist. Auch Gradweinstraßengels Bürgermeister Harald Mulle haben wir am Speckfest in St. Pankratzen gschneit getroffen. Der Herr Bürgermeister der Großgemeinde hat sicher viele Termine. Warum geht sich's aber immer aus, dass Sie beim Speckfest mit dabei sind? Ja, mal grundsätzlich braucht man nur in die Runde schauen. Also es gibt selten so viele Leute, die man kennt. Und es ist natürlich eine Pflichttermin. Das kann ich nicht auslassen. Das ist von Beginn der Fusion so und das wird wahrscheinlich immer so sein, auch wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin. Und auf welche kulinarische Köstlichkeit freut sich der Herr Bürgermeister besonders? Auf die Schwammerlsuppen mit Heidensterz. Das ist mein Lieblingsessen da herum. Nicht einmal der Speck, sondern wirklich die Schwammerlsuppen mit Heidensterz. Das nächste kulinarische Schmankerl, den traditionellen Ruhmkirtag, gibt es dann im Oktober in St. Pankratzen gschneit. Dort sehen wir uns dann wieder. Wunderbar, danke schön, danke schön. Für die kräftigen Applaus.